Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Ocarina of Time mit dem dritten Bonuspart Epona und Navi. Ihr könnt mal bitte euer Maul halten. In dieser Episode möchte ich mich gerne mit dem Gerudo Training Ground oder mit dem Gerudo Trainingsareal befassen. Ja, ich will das ja machen. Es ist ein kleiner Nebendungeon, ähnlich eben wie die Eishöhle oder der Brunnen. Aber eigentlich wesentlich einfacher und... Wobei, in beiden hat man nur ein Item bekommen. Jo, und das ist eben auch hier für ein Item, ausnahmsweise mal ein Item, das man wirklich nicht holen muss. Es ist absolut... meiner Meinung nach eigentlich unnötig, zumindest an diesem Punkt des Spiels. Zuerst geht man hier ganz gemütlich nach links. Denn, wow, ein Dodongo. Wupp, Rückwärtssaldo. Junge, du stirbst auch. Pfeile brauchen wir unbedingt. Der hier wird gern vergessen. Apropos, wer es nicht mitbekommen hat, ich muss einfach nur alle Gegner töten. Das ist das Einzige, was ich in diesem Raum machen muss. An sich ist das Training Ground auch ein bisschen anders als eben im normalen Ocarina of Time. Deshalb, ja, wie wir jetzt schon wissen, tut sich Master Quest wirklich nur in den Dungeons unterscheiden. Das habe ich ja schon aufgemacht. In dieser Kiste befinden sich noch 10 Pfeile. Die brauchen wir unbedingt, weil ich ein sehr, sehr schlechter Schütze bin und das Herz, das wäre auch so vonnöten, weil ich auch ein schlechter Kämpfer bin. So, an sich benötigt man nur 3 Schlüssel für diesen Dungeon und dann ist das Ganze schon getan. Komm schon. Und fertig. Ja, alle Gegner in einer Minute schaffen. Das ist der einzige Gegner hier in dem Raum. Die Kiste hat nur 5 Rubine in sich. Also etwas, was wir absolut nicht gebrauchen. Ja, für den nächsten Raum habe ich schon alles ausgerüstet. Warum ihr euch wundert, warum ich jetzt das alles schon weiß, ich habe mir einen kleinen Speedrun praktisch angeguckt. Das hier wird eindeutig kein Speedrun. Speedrun plus Sprechen ist wohl das Brutalste, was es gibt auf der Welt. Naja, zumindest spieltechnisch. Aber, naja, es soll möglichst halt schnell in einer Folge abgeklärt sein. Das ganze Dungeon hier. Ich habe nämlich keine Lust, hier 2 Parts drin zu verbringen. Und die auch nicht, weil es einfach nur ein... Die Räume sind fast an 2 Händen... sind eigentlich an 2 Händen abzuzählen. Und deshalb muss ich hier nicht noch unnötig Zeit drin verbringen. Ich muss gerade überlegen... Ja, hier war's. Ich muss hier nicht unnötig Zeit hier drin verbringen. Und das Ganze soll ja auch für euch halbwegs interessant gestaltet werden, indem man... Ja, indem man einfach mal schneller ist als der normale Let's Play-Pöbel. Und das ist einfach auch der optimale Weg, falls einer mal jetzt Master Quest die nächste Zeit spielen möchte. Was ich eben hoffe, weil sonst müsste ich auch das hier nicht machen. Tod, tot. Euch mag ich nicht. Moment, ich brauche noch etwas. Ich brauche eine Flasche und für... Ja, für die nächste Zeit könnte ich auch das hier gebrauchen. Mal ein paar Skelettsoldaten mal wieder. Oh, Herzen. Die! Sie sind jetzt nicht unbedingt einfacher, beziehungsweise sie brauchen halt eben weniger Schläge. Ah, schlag mich doch endlich. Ja, nicht hier von 2 Seiten. Das haben sie doch schon in Assassin's Creed gefixt, dass man das nicht so arg machen muss. Tja, Epic Clash. Und da oben ist noch eine Spinne. Blaues Feuer brauchen wir auch noch. Und an... Ah, ich weiß, was ich vergessen habe.
machen wir anders erstmal. Machen wir es erstmal so. Ja, da hat man jetzt eigentlich nicht die Hymne der Zeit erkannt, aber ich muss sie spielen. Ich hoffe, ich war jetzt nicht so blöd und habe mein blaues Feuer weggepackt. Weil das brauchen wir eigentlich direkt jetzt. Und dadurch, dass ich alle Gegner getötet habe, müsste auch hier jetzt eine Kiste entstehen. Wiederum mit 10 Pfeilen. Aha. Da habt ihr auch gesehen, wo ich meine Pfeile brauche. Mein blaues Feuer. Blah. Was labe ich denn hier? 10 Pfeile in der Kiste. Der Köcher ist voll. Optimal. Och, nee. Ich habe ja einen 40er Köcher. Den 50er Köcher habe ich noch gar nicht geholt. Ja, natürlich war ich so blöd. Zum Glück brauchen wir jetzt erstmal die Ocarina nicht mehr. Ja, das Training Ground ist eigentlich relativ simpel. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie es war im normalen Zelda. Oh, ich bin so dumm. Ich wollte ja auch eigentlich so runter. So. Und ja, die Dinger zu treffen. Deshalb sage ich, ich bin kein guter Schütze. Oh doch, bisher schon. So. Und das letzte ist oben. Zack. In der Kiste sind nur Grabbelminen. Ich meine zu wissen, dass ich die Augen abschießen muss. Ich weiß aber allerdings wirklich nicht mehr genau, warum. Die Kiste brauchen wir auf jeden Fall nicht, aber ich meine, dadurch geht eben hier die Stelle auf und... Wupp, Feuerpfeile. Und möglichst... Wupp, wupp, komm her. Wupp, den hier brauche ich auch. Und das war's. Natürlich kommt vorher noch ein kleiner Kampfraum, wie immer. Es heißt zwar, besiege alle Gegner in einer Minute, aber... brauchen wir eindeutig nicht. Ich versuche nämlich auch diesen blöden Eisenprinz nicht zu töten. Beziehungsweise zu treffen. Ich weiß gar nicht, ob man es gerade so arg sieht, aber da ist ein Schalter drin. Sag bloß. Sag bloß. Eigentlich sau dumm, was ich hier gerade mache, dass ich hier mit Feuerpfeilen drauf schieße, weil ich die einfach noch brauche. Aber wichtig ist eben hier erstmal der Schlüssel und ich muss doch den Eisenprinzen töten. Bullshit. Und nein! Are you fucking kidding me? Gib mir meine 3 Herzen wieder. Da sind, glaube ich, auch nur Pfeile drin. Also, nichts Weltbewegendes. Die Stelle, wofür wir die Pfeile brauchten, ist schon vorbei. Das ist meine persönliche Hassstelle. Ich hasse einfach so solche Rätsel mit diesen, ja, wie nennt man es? Diesen Feuerpfosten praktisch. Einfach hier runter, dann ist hier schon das erste Ding. Den nicht markieren, den Fehler habe ich oft genug gemacht. Den Schalter da oben musste man ganz einfach aktivieren. Da oben links von mir die Säule entstehen zu lassen, mit der wir uns da oben ranziehen können, weil ansonsten wäre es jetzt ein bisschen schwieriger. Am besten jetzt die Schuh wieder ausziehen, damit ihr das gescheit machen könnt. Denn gleich geht das ganze Ding wieder an. As predicted. Und einfach wieder anzünden. Dann hier links runter. Ach, ich hasse solche Blind Parts. Und das war, glaube ich, ein Fehler. Nein, not yet. So.
Zumindest kommen jetzt, glaube ich, doch, Ayo, kommen wieder die Feuersäulen. Aber das ist uns erstmal egal, denn wir müssen hier rein. Was, das wollte ich gar nicht. Ich wollte das Ding hier anzünden. Ups, ich habe was ganz Wichtiges vergessen. Warum ich das... Das ist, war jetzt mal eigentlich cool anzusehen. Ich habe mit Hilfe meines Schildes bin ich geschwommen. Und das ist schade, dass ich daran vorbeigegangen bin. You suck my dick. You too. Was? Nein, hier rum. So. Nee. Richtig platzieren, denn wir müssen diese drei Kristalle mal wieder einsammeln. Wie unten gesehen, haben wir jetzt eigentlich schon zwei unserer drei Schlüssel. Ich überlege gerade, was für eine Wand ich mich ziehen muss. Das könnte sogar klappen. Und jetzt muss ich mal gucken, ob ich so skilled bin. Of course not. Ups. I'm awesome. Dann so entsteht die Kiste mit unserem letzten Schlüssel. Okay, die Quallen da oben, die nerven mich ein bisschen. Aber daran sollen wir uns mal nicht stören. Sie tun mich zwar elektrisieren. Und das auch sehr schmerzhaft. Und wo ist meine fucking Kiste? Ich will euch doch gar nicht anvisieren, verdammt. So. Wie ihr merkt, wir sind jetzt schon eigentlich bei 12 Minuten. Und ich gehe einfach schon den kürzesten Weg. Vielleicht nicht unbedingt Spiel... Also, vom Spielskill her. Aber ob ihr es glaubt oder nicht, eigentlich ist dieser Tempel jetzt schon gelöst. Und zwar müssen wir jetzt einfach nur noch durch dieses Labyrinth einen Schalter aktivieren. Und eigentlich wieder einen gewissen Weg zurücklaufen. Aber das ist jetzt auch nicht das große Ding. Ich glaube, im Original musste man in diesem Labyrinth eben die Eispfeile holen. Also hier drin. Also irgendwo hochklettern, wenn ich mich nicht irre. Ups, jetzt bin ich ans Mikro gekommen, tut mir leid. Und hier sehen wir unsere verschlossenen Türen. Das sind, glaube ich, auch die einzigen verschlossenen Türen in diesem Tempel, in Anführungszeichen. Und somit kommen wir dann in die Mitte zu dieser Kiste, die wir zerschlagen. Darunter ist ein Schalter. Das lässt diese Kiste entstehen. Es ist eine große Kiste, auch wenn man es im Moment nicht so arg sieht. Und das ist einfach genau das, wofür wir hierher gekommen sind, für unser Item. Wenn man sich jetzt fragt, wie man da hinkommt, man muss eigentlich den ganzen blöden Weg zurücklaufen. Die kleinen Kisten lasse ich aus, weil das kostet uns nur unnötig Zeit, die aufzumachen. Der Speedrun damals, den ich gesehen habe, der war in 10 Minuten, glaube ich, knapp fertig. Aber 10 Minuten, das wäre dann die ganze Zeit so mit seitwärts laufen, rückwärts laufen, was eben die schnellsten Techniken auch sind. Dazu wurde auch nicht geredet und ähnliches, und das wollte ich eben als Let's Play Part praktisch unterbinden. Was mir gerade auffällt hier drin, ist, glaube ich, die allerselbe Musik wie in Dodongos Höhle. Wenn ich mich nicht irre, ja, es müsste sein. Finde ich eigentlich ganz cool. Alle Items haben wir noch ausgerüstet, die wir jetzt brauchen. Außer eben die Ocarina. Screw you. Und dann einfach wieder hier an die Seite. Wenn man sich da vorne ranzieht, dann hält er sich fest. Und das ist eben auch, naja, nennen wir es ein bisschen langsamer. Ocarina. Ja, warum ich auch die die Lichtpfeile habe, möchte ich jetzt auch noch so ein bisschen klären. Denn es ist ein gewisser Aufnahmepitch. Ich musste in die zumindest in die Zitadelle, weil ich nochmal klein werden musste für die Ocarinas, für die Skulltulas.
Und habe noch einiges als Kind gemacht und da beginnt einfach automatisch die Sequenz, die man als Erwachsener, oder die kommt dann, wenn man alle Siegel hat und die Zitadelle geht. Wow. Warum da jetzt irgendwas war, das war glaube ich irgendwie ein Herz oder ein Rubin oder ich weiß nicht warum. Aber dieser Schalter macht uns da oben das Ding auf und believe it or not, ich treffe nicht diesen Schalter. Wir gehen durch diese Tür und sind oberhalb des Labyrinths. Da oben, das wäre glaube ich ein Schlüssel oder 50 Rubine, ich bin mir nicht sicher. Aber auf jeden Fall, das Interessante ist eben hier diese Kiste. Und ihr seht, das war eigentlich gar nicht so viel an dem Dungeon. Ich habe jetzt knapp 16 Minuten gespielt, um die Eispfeile zu erhalten. Wenn ich ein Ziel treffe, wird es eingefroren. Es sind magische Pfeile, die nur die schießen dürfen, die das Training Ground oder das Gerudo-Training abgeschlossen haben. Haben wir geschafft, auch in blauer Robe, passend zu unseren Pfeilen. Und nun ja, ich würde sagen, es ist ein schöner Sound, der bei denen kommt. Ich persönlich hatte sie, glaube ich, als Kind zum ersten Mal nur in Majora's Mask gesehen. Oder Majora's Mask. Aber genug gelabert, das war die letzte Bonus-Episode. Und in der nächsten Folge geht es weiter mit dem Hauptquest eigentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war ein kleiner Guide mit dem Gerudo Dungeon, wie es am schnellsten geht. Bis zum nächsten Mal mit Questmaster Ike.